wenn Dunkelheit und Ruhe einkehren. Und dem ganzen Land eine geheimnisvolle Schönheit verleihen. Wenn die einen bereits schlafen, erzählen die anderen ihre Geschichten. Geschichten, einzigartig und verborgen, kommen zum Vorschein. Auf einer Reise durch die Nächte der Schweiz. Der A2. Ein Schwertransport auf dem Weg Richtung Gotthard. Noch ist er einige Kilometer vom Nordportal des großen Tunnels entfernt. Verantwortlich die Kantonspolizei Uri. Herr Michael, Kantonspolizei Uri. Hallo. Hallo, ich bin Mentone von der Polizei Kanton Tessin. Hallo, salut. Hallo, sprechen Sie ein bisschen Französisch? Nein, leider nicht. Nein. Okay, also wie warten Sie meinen Rollo? Jawohl. Ist denn schon gesperrt, Tunnel? Ja, wir sind schon hier. Und ist schon gesperrt? Tunnel ist. Das Gotthardtunnel ist schon gesperrt. Ich weiß nicht, ist es gesperrt noch? Ich suche noch. Schon noch? Ich weiß nicht. Ja, ja. Nein, aber ich rufe. Aber wir sind hier und wir warten. Ja, sehr gut. Okay, danke. Okay, bis später. Bis später. Ciao. Danke. Eine typische Konversation über die Sprachgrenzen hinweg. Wird schon gut gehen. Mehr Sorgen macht Michael Bär das Timing. Es ist unmöglich, dass wir am 2 in Airolo sein können. Das ist eine Illusion. Das wird 2:30. Bis zu 4,30 Meter breit, bis 53 Meter lang und über 80 Tonnen schwer ist die geladene Fracht. Bestandteile der neuen Windkraftanlage auf dem Gotthardpass. Nervös macht es mir erst, wenn einer nicht mehr fährt oder irgendetwas Spezielles ist. Also, wir haben natürlich schon diesen riesigen Konvoi gehabt, in Gegenrichtung, wo oftmals einer gefunkt hat, ich muss anhalten, ich habe einen Ölverlust oder irgendetwas, irgendeine Leitung verjagt. Und wenn man so einen riesen Konvoi in irgendeinem Ort auf getroffenen Strecke muss anhalten, dann ist es im Moment sicher nicht so angenehm. Etwas später als geplant, kurz vor 2:30 Uhr, erreichen die LKWs das Nadelöhr des Transports. Das Nordportal des Gotthardtunnels. Der Konvoi kann weiterfahren, trotz Rotlicht. Ich schaue da, dass der Verkehr haltet. Grüezi miteinander, Bär, Kantonspolizei. Ich bin froh, dass ihr gerade hier warten könnt. Das Tunnel ist jetzt etwa 20 Minuten gesperrt. Okay. Wegen Ausnahmetransport. Dürft ihr einfach weiterfahren, erst wenn hier grün wird. Okay, kein Problem. Also, perfekt, danke vielmals. Wir warten hier, oder? Wir gehen einfach hier warten, ja. Weil der obere Pass ist auch schlecht. Wieso wird das grün? Auto abstellen? Ja, ihr könnt abstellen. Er drückt etwa einen Pannenblinker, bis es Fahrzeug ist, aber das ist nicht klar. Uri EZ von BA, antworten. Alle Fahrzeuge müssen warten. Verstanden. Los, warum ist die Dosierung auf grün? Das gehst du oben, antworten. Antworten. Da müssen wir rot lassen, bis wir Bescheid geben von Airolo. Jetzt kann der Konvoi seine Fahrt sicher fortsetzen. Signore e signori, benvenuti nella galleria autostradale del San Gottardo. Mantenetevi sintonizzati su questa frequenza, in modo da ricevere le importanti informazioni. Das Gotthardmassiv. Rhone, Reuss, Rhein und Ticino entspringen hier und fließen in alle Himmelsrichtungen bis ins Mittelmeer und in die Nordsee. In
in einer klaren Nacht gut sichtbar? Das Schreckhorn im Berner Oberland, der nördlichste Viertausender Europas. Die Grimselstaumauer wird gerade saniert. Ohne Zwischenfall erreicht der Schwertransportkonvoi nach 16,9 Kilometern das Südportal. Maßarbeit. Nur wenige Zentimeter bleiben zwischen der Tunneldecke und der Ladung, den Motorgehäusen der Windkrafträder. Grazie mille, eh? Buon lavoro, ciao. Der anschließende Anstieg auf der Gotthardpassstraße ist für alle eine echte Herausforderung. Auch für routinierte Chauffeure. Wir hatten schon diverse Fahrten, die wir hier hatten. Da kennt man sich natürlich auch zu den Chauffeuren, die jetzt unterwegs sind. Der eine oder andere kenne ich schon ein paar Jahre, oder? Wo man schon immer wieder spektakuläre Transporte hatte oder interessante Sachen miteinander machen oder ich begleiten durfte. Und so ist halt einfach der Kontakt gewachsen. Ja. Die Windräder auf dem Gotthardpass werden die größten in den Alpen sein und 15% der landesweiten Windenergie produzieren. Insgesamt 6 Haarnadelkurven müssen noch überwunden werden. Das, was wir hier machen mit einem Ausnahmetransport, das ist eigentlich so die Königsklasse, sage ich, vom Transportgewerbe, wo man haben kann. In die Zentralschweiz. Über dem Vierwaldstätter See, wie eine riesige Lichtleiter, der Hammetschwandlift. Mit den Füßen steht er im Kanton Luzern. Das Aussichtsplateau des Bürgenstocks jedoch gehört bereits zum Kanton Nidwalden. Der Hof der Familie Zwissig auf dem Selisberg. Martha Zwissig bewirtschaftet den Biohof gemeinsam mit ihrem Sohn Daniel. Die Bäuerin liebt die Arbeit in der Nacht. Es ist einfach ruhig. Das ist und einfach nur Nacht. Also, sie nicht, ich nehme rum, ich bin allein. Also, das ist eigentlich auch noch schön. Ja. Ursprünglich gehörte der Hof Marthas Mann. Er ist vor 16 Jahren gestorben. Seither trägt sie die Verantwortung. Gemeinsam mit ihren Kindern hält sie den Betrieb am Laufen. Seit 6 Jahren leitet ihr Sohn den Hof. Sonst allein hätte ich es nicht machen können. Aber mit den Kindern zusammen ist es gut gegangen. Und dann haben wir noch sonst Leute, also Schwägerinnen und Schwäger, die mir helfen können, wenn es Not am Mann ist. Also von dem her ist es schön. Also ich habe wirklich immer Hilfe bekommen, wenn ich gebraucht habe. Zwölf Stunden dauert der Arbeitstag von Martha. Auch an Sonn- und Feiertagen. Die 15 Kühe geben etwa 300 Liter Milch am Tag. Du hast schon ein bisschen weit, das schon rendieren. Vor allem, weil wir hier einen guten Milchpreis haben, hier in Zellisberg. Und der Sohn geht ja noch daneben rein arbeiten, Teilzeit. Und darum bin ich eigentlich hier ein bisschen am Mauchen. Komm, morgen, komm. 4 Kälber sind derzeit im Stall. Das jüngste ist gerade 5 Tage alt. Die Tiere aufwachsen zu sehen, ist für Martha die größte Freude an ihrem Beruf. Das Schöne ist, sie kennen einen. Also wenn wir zu Alp gehen, irgendwie kennen sie einen. Wenn wir nachher reden, nicht mehr kennen sie einen. Das ist eigentlich auch schön. Ich sitze jetzt noch vielleicht ein Jahr, zwei. Kommt darauf an, wie sich die Situation denke, ich hoffe, er finde eine Frau, die da mithilft. Und dann kann ich auch zurückstehen.
denke ich, das war für mich eine grosse Erleichterung. Mein Hobby ist ein bisschen sticken, Trachten sticken. Habe ich früher viel gemacht und das ist jetzt immer ein bisschen liegen geblieben. Also ich hatte gar keine Zeit mehr gehabt. Und das ist das, was ich noch mit Trachten nähen, Trachten sticken. Das wäre eigentlich das, was ich gerne mache. Die Schweiz aus der Luft ist gesprenkelt mit hell erleuchteten, von weitem sichtbaren grünen Flächen. Auf über 10.000 Fußballplätzen wird mit Flutlicht trainiert und gespielt. Absolute Dunkelheit im Dreieck Thun, Bern und Fribourg. Der Naturpark Gantrisch. Es ist ein sehr heimeliges Gefühl, hier unterwegs zu sein. Man hat so einen Wahnsinns-Sternenhimmel einfach so für sich allein. Und man ist ein bisschen allein, aber man ist gleich nicht einsam. Es ist so ein schönes Gefühl, die Nacht unterwegs zu sein. Nicole da hinten untersucht hier die Lichtverschmutzung. Dabei helfen ihr senkrecht in den Nachthimmel fotografierte Fischaugenaufnahmen. Gute Werte sind die dunklen. Also es hat teilweise schon fast schwarze Punkte drin. Wenn es da zum Beispiel auf diesem Bild die Milchstraße nicht wäre, dann würde man einen sehr dunklen Himmel sehen. Man sieht hier einen Wert von 21,58. Das ist schon recht gut. Perfekt wären 21,8 Magnituden. In Städten liegen die Werte wegen der Lichtverschmutzung nur zwischen 16 und 19. Man sieht hier eine Gantrischkette. Das ist im Süden. Im Norden wäre Bern, aber ist hier ganz fest abgeschirmt von dem Hügelzug. Man sieht hier ein bisschen auch die Bäume. Man sieht auch hier die Lichtverschmutzung, die von Thun herkommt, im Osten. Und auch hier sieht man einen kleinen roten, gelben Ausschlag, der hier vom Westen herkommt. Das ist eigentlich schon von der Westschweiz, vom Kanton Fribourg. Und wir wollen eigentlich, dass sich die Nacht wieder viel mehr ausbreitet, dass sich die Dunkelheit wieder mehr ausbreitet und das Licht ein bisschen zurückdrängen kann. Der Gornigel, ein Hügelzug, gilt im Naturpark Gantrisch weltweit als einer der 10 besten Orte, um Sterne zu beobachten. Wow, also so habe ich den noch selten gesehen. Das ist wirklich genial. Auch Hobbyastronom Stefan Meister kommt seit Jahren hierher. Heute bietet der Saturn mit seinen Ringen ein ganz besonderes Spektakel. Also jetzt sieht man sehr schön die beiden Ringe, geteilt durch die Trennung. Und was man auch sieht, ist so die Struktur der Wolken auf dem Saturn. Und das leichte Flimmer, das man sieht, ist eigentlich die Luft, die wir hier durchschauen. So ruhig und so absolut scharf. Das ist unglaublich. Ich beobachte jetzt seit 40 Jahren oder so. Und das ist vielleicht 2 oder 3 Mal passiert bis jetzt, dass das so perfekt war. Wahnsinn. Genial. Mit seinem selbstgebauten Teleskop wirkt auch der hellste Stern am Himmel zum Greifen nah. Die Venus, 40 Millionen Kilometer entfernt. Innerhalb von etwa einem halben Jahr ist das entstanden bei mir daheim im Keller und in der Küche. Mit Drehbank und Säge und Oberfräse. Und es ist also alles eigentlich aus Holz und Metall. Mit einer speziellen Montierung. Aber die Montierung hat überhaupt keine Elektronik dran. Es ist alles von Hand. Also ich kann das Fernrohr einfach von Hand so bewegen. Das ist zwar 30 Kilo schwer, aber ich kann das mit einem kleinen Finger bewegen, wie wenn es irgendwie auf Butter würde laufen. Die großen Waldflächen rund um die ehemalige Panzerplattform Stierenhütte erlauben einen nahezu ungetrübten Blick in die Nacht. Nicole da hinten setzt sich seit Jahren für die Bewahrung des dunklen Nachthimmels ein. Man muss einfach schauen, wo man beleuchtet. Und wie man beleuchtet und zu welchem Zweck das man beleuchtet. Man soll nicht einfach Licht machen, gerade was lustig ist, sondern eigentlich so ein bisschen nachhaltig sich überlegen,
für was brauche ich jetzt das Licht? Und brauche ich es jetzt wirklich? Und brauche ich es in dieser Intensität? Oder für welchen Zweck brauche ich überhaupt Licht? Bei Dunkelheit und klarer Sicht kann der Mensch etwa 6500 Sterne mit bloßem Auge erkennen. Beim Sternenhimmel, wo jeder Mensch auf dieser Welt eigentlich müsste können sehen, sind so viele Gedanken entstanden und so viele Gedichte und so viel Kunstvoll, so viele Bilder sind auch in der Nacht entstanden. Und das finde ich eigentlich etwas Schönes, dass man eigentlich so allein ist unter dem Sternenhimmel und das ist so ein Fenster ins All raus, eigentlich in die Leere oder in das volle All raus. Das ist etwas total Spannendes. Weiter gegen Westen. Die Puja-Brücke ist die neueste Brücke in Fribourg. Ganz der Brückenbautradition der Stadt verpflichtet, ist auch sie eine Hängebrücke. Noch älter als das Schloss Gruyère aus dem 13. Jahrhundert ist der berühmte Käse. Der wurde erstmals 1115 in einer Urkunde des ersten Grafen von Greyerz erwähnt. Am Fuße des Molaison funkeln sie bereits in der Ferne. Die Lichter des Genfersees. Wenn die Zugvögel Richtung Südwesten fliegen, zieht es den Ornithologen Lionel Montmarie und sein Team in die Berge bei Montreux. Mit Netzen wollen sie die durchreisenden Vögel einfangen. C'est super de l'avoir de près. Donc là tu l'attrapes par les pattes d'abord, hein. Une fois que tu as les pattes, tu le dégages et voilà. C'est un gobe-mouche noir. Il migre solitairement. Voyez, alors la plupart des migrateurs au long cours, comme celui-là, donc migrateurs transsahariens, parce qu'ils sont insectivores, donc c'est en général, c'est évidemment les insectivores qui sont des migrateurs transsahariens, qui ne peuvent pas trouver d'insectes en hiver, donc ils ne pourraient pas survivre ici pendant l'hiver, ils migrent pendant la nuit. Heute hilft ihm Martin Vajan-Jossi aus dem Jura. Bon, les oiseaux, moi ce que j'ai jamais posé par terre, parce qu'en fait s'ils se débattent, c'est comme s'ils tapaient contre un mur en béton. Pour moi, ça reste miraculeux. C'est toujours une grande émotion, même après, je dois dire, 40 ans, hein, que je capture des oiseaux. Ça reste toujours une immense émotion à chaque fois. Et puis après, quand on le relâche, on le voit. En général, il part pas tout de suite comme ça dans n'importe quelle direction. Il va, une fois qu'il sent qu'il est libre dans la main, il reste dans la main. On verra si ça se passe comme ça avec celui-là, mais il reste dans la main et il regarde les étoiles et il s'oriente comme ça. Et dès qu'il a trouvé sa voie, il va s'envoler. Tu me donnes un sac? Der Trauerschnäpper ist bereits der dritte Vogel, den sie heute Nacht fangen. Voilà, et deux, trois. Schon früh hat Lionel seine Liebe zu Vögeln entdeckt. Als andere Kinder damals Kröten aufbliesen, sagt er, habe er als Sechsjähriger ein Rotkehlchen gezähmt. Bis heute hat er mehr als 350 Vogelarten untersucht. Alors, je mets une petite bague comme ça. Voilà, donc on a ici un numéro qui est unique et puis le nom du pays et le nom de la station ornithologique du pays. Il y a très peu de chances de les retrouver. C'est assez impressionnant parce que maintenant ça fait plus de 100 ans qu'on bague les oiseaux. Et à la fin, on a une image globale, vraiment des migrations. Simplement en ajoutant tous ces petits miracles comme ça, et ça nous donne, ça finit par faire un dessin magnifique sur les voies de migration. Voilà, je l'ai posé. Elle est partie. Über drei Hügel erstreckt sich Lausanne. Das herausragende Bauwerk der Stadt,
die Kathedrale Notre-Dame. Von ihrem Turm aus ruft der Nachtwächter immer zur vollen Stunde die Uhrzeit in alle vier Himmelsrichtungen. Dieser Porsche Cayenne kostet in einfachster Ausführung über 100.000 Franken. Dank der Graffitis von Sprayer Barrow ist er ein Unikat und unverkäuflich. Neben dem Porsche besitzt Barrow auch noch einen innen- und außen besprayten Bentley. C'est vrai que les gens ils associent en général toujours le graffiti à la merde en fait. Les gens voient le graffiti comme quelque chose qui dévalue les choses. Moi, je le vois comme quelque chose qui value les choses. Pour ça, les gens sont un peu surpris de voir une voiture avec du graffiti parce que pour eux, j'ai enlevé de la valeur à la voiture et moi, j'estime que j'en ai rajouté. Il y a des gens qui me disent « Ah, depuis que j'ai vu votre voiture, j'aime le graffiti. » C'est-à-dire que « Ah, tiens, comme ça va avec le luxe, peut-être, ça peut aller. Ben, c'est, j'aime le graffiti. » Heute Nacht führt Barrow eine Auftragsarbeit in der Lausanner Innenstadt aus. Sein Sprayer-Kollege Ludovic Ludo hilft ihm dabei. Du coup, générateur ou pas? Ouais, bah ouais. Merci Porsche pour l'isolation. Dank der Lärmdämmung können die beiden Graffiti-Künstler die ganze Nacht durcharbeiten, ohne die Nachbarn zu stören. Ça me rappelle mes débuts de graffeur. Seine ersten Sprayversuche unternahm Barrow als Jugendlicher. La nuit, c'est cool. Comme ça, l'ambiance, elle est vraiment chouette. On est tranquille, c'est calme. C'est serein. Il y a une sorte de sérénité qui est vraiment chouette. Am Anfang hat Barrow nachts Züge besprayt. Er wurde erwischt und musste sich in einer Fabrik das Geld für die hohe Buße verdienen. Jetzt kann er vom Sprayen leben. Pendant que y en a qui dorment, nous on travaille, voilà. Ça résume bien la situation. Du coup, on dessine les gens qui dorment. Le travail de nuit. Les artistes de nuit. Why you are sleeping? Souvent les graffeurs ils taguent font why you are sleeping. Während ihr schlaft. Das ist auch der Titel seines neuesten Werks. Inzwischen bekommt er Aufträge aus dem In- und Ausland. Ici dans la couette. Ouais, voilà, mais moi je te disais même de le faire. Au-dessus, de le faire vraiment au-dessus. Ouais, et des au-dessus. Toutes petites lettres bâtons de merde comme ça, ouais. Là, faut que ce soit dans le même style que les traits qu'on va ouais. Faire. Bah c'est, en fait, c'est la phrase du graffeur. C'est-à-dire que je pourrais pas passer mon temps à dormir. Je suis quelqu'un qui aime travailler, quoi. Il y a beaucoup de gens qui me voient comme quelqu'un à qui tout tombe du ciel. J'ai une belle vie, j'ai une voiture de luxe, j'ai machin. Et les gens, ils pensent que ça tombe du ciel. Et en fait, c'est parce qu'ils voient pas tout ce que je fais à côté et puis le travail que je fournis, quoi. Les gens, ils voient que l'extérieur. Ils voient pas pendant que je travaille de nuit, pendant qu'ils dorment. Moi, je travaille, eux, ils voient pas. Von Lausanne bis Genf sind es nur knapp 70 Kilometer. Die meistbefahrene Bahnstrecke der Romandie. Höhere Geschwindigkeit und schnellerer Taktfahrplan sollen das Bahnfahren noch attraktiver machen. Deshalb wird in dieser Nacht in Genève-Sécheron, nördlich des Genfer Hauptbahnhofs, gearbeitet. Celso Pereira ist seit 2014 bei den CFF als Maître de Voie Ferrée. Ich weiß nicht, warum er sie mit. Die beiden hier sind interdit. Ich habe ihm erklärt und ihm gesagt, sie mit. Comme ils lui ont demandé, comme ça, il n'y a pas de problème, tu vois.
ça fait partie du rôle du chef sécurité de surveiller tous les hommes pour pas qu'ils aillent se balader sur des voies qui ne sont pas interdites. Et pareil pour la ligne de contact, pour personne aille s'amuser à toucher, ne serait-ce qu'avec un outil par inadvertance. Et je dois m'assurer que tout le monde rentre sain et sauf demain matin. Die alten Schwellen und Schienen müssen raus und der Schotter erneuert werden. Am Tag wären diese Arbeiten undenkbar. Denn auf dem Nebengleis läuft der Zugverkehr weiter. Je vis pas au même rythme que mes amis et ma famille. Ma conjointe avec qui je vis actuellement a accepté le fait que, bah, qu'on ait des vies décalées. On s'en sort bien. Knapp 3 Wochen sind für die Arbeiten an der Bahnhofseinfahrt vorgesehen. Das bedeutet für die Männer weiterhin Nachtschichten. Von 20 Uhr abends bis 4 Uhr morgens. J'ai toujours pris le train depuis que je suis petit pour aller à l'école, pour me déplacer. Et c'est vrai qu'on ne pense pas au fait que il y a quand même des hommes qui bossent. Ce que j'aimerais leur dire, ce serait lorsque les trains sont en retard, il faut penser que lorsque vous avez 5 minutes de retard dans votre train, c'est peut-être des hommes qui sont sur les chantiers depuis 8-9 heures et qui font tout pour essayer de faire rouler vos trains. Genf ist die internationalste Stadt der Schweiz. Ihr Wahrzeichen, der berühmte Springbrunnen Jet d'Eau, ist in den Wintermonaten nur tagsüber in Betrieb. Über 100 internationale Organisationen haben ihren Sitz hier, unter anderem auch die UNO. Auch der Arbeitstag von Jérémy und Frédéric Claire beginnt in der Dunkelheit. Von Prangin aus fahren die Fischer jede Nacht hinaus auf den See. GPS-Daten weisen ihnen den Weg. Alors là, c'est les filets, on les retrouve grâce au GPS. Nous, on voit qu'on est là et mes filets sont accrochés ici. Comme ça, ça permet de voir où ils dérivent au fil du temps de la nuit avec le courant. Là, ils ont pas bougé beaucoup par rapport à hier, tu vois. Die Claires sind vor allem auf Fällchen aus. Die dürfen nur zwischen 3 und 10 Uhr morgens gefischt werden. Deshalb müssen Vater und Sohn so früh raus, um ihren Kunden frische Ware liefern zu können. Oh, ça marche bien. Jeune homme, il y a beaucoup de commerçants là. Lui, c'est l'homme des affaires qui contacte les restaurants, les marchands, tout. Son frère, il est plus, comment il faut dire, lui, c'est le lac, vraiment l'amoureux du lac. Puis nous, ben, les deux enfants, ça fait la 5e génération qu'on fait ce métier. Mon père faisait, mon grand-père, mon arrière-grand-père, les enfants, puis moi, quoi. Während der Laichzeit dürfen die Fischer 3 Monate lang keine Fällchen fangen. Mutterschaftsurlaub nennt Frédéric das scherzhaft. Jetzt haben sich die Bestände wieder erholt. Alors voilà la Fera. Ça, c'est un petit peu ce qui nous fait vivre le plus avec la perche. Et c'est un poisson qui. On peut tout faire avec, justement. Donc on la vend en fraîche au restaurant. On peut la fumer à chaud, la fumer à froid. On fait des mousses, on peut faire des rillettes, des terrines, du tartare. C'est vraiment le poisson avec lequel, vraiment, on fait le plus de choses. Früh morgens die Netze einholen, sie am Abend wieder auswerfen. Die Arbeitstage von Frédéric und Jérémy Claire sind lang. Doch etwas anderes zu machen, kommt für sie nicht in Frage. Tu vois les couchers de soleil en année, que c'est beau rose sur la dôle, que c'est une vie, quoi. Il faut aimer, c'est pas tout le monde qui aime, mais nous, on est habitués, disons, à ça. Puis il faut avoir les dames aussi qui comprennent qu'on n'a jamais d'heure, que tu as beaucoup de poissons, on n'arrive pas à midi pour manger. Si... Voilà, c'est... Elles comprennent très bien. Montreux, die Côte d'Azur der Schweiz.
bekannt für seine Luxushotels und fürs Jazzfestival. Der Brand des Casinos 1971 inspirierte die Rockband Deep Purple zu ihrem Welthit Smoke on the Water. Gegen Norden im Waadtländer Jura. Wenn die Temperaturen am niedrigsten sind, herrschen für ihr Vorhaben ideale Bedingungen. Ouais, je pense qu'on se pose sous là, c'est un bon endroit, on aura la vue sur tout le champ derrière. Comme ça. Je te laisse préparer le drone et puis je m'occupe des caméras. Ouais. Fabien Jobin und Arthur Grumeau wollen Rehkitze vor dem Tod durch Mähmaschinen bewahren. Unterstützt werden die beiden heute früh von zwei Jägern. Ihre Drohne ist mit einer Wärmebildkamera ausgestattet. Damit will Fabian die Tiere aufspüren. Jäger Zachary Pasquier soll sie dann aus dem Feld tragen. Parce que les faims ils sont vraiment tout petits et puis leur instinct de survie c'est de se blottir et puis de pas bouger. Donc ça c'est pour les prédateurs, pour pas qu'ils viennent les attraper. Et puis donc quand le paysan il fauche avec le bruit et tout, ben ils vont se rétracter comme ça dans les champs. Et puis dès que la faucheuse elle va arriver, ils vont pas partir et puis ils vont passer dessous quoi. Schon am Vortag waren die Jäger hier und haben ein paar Kitze entdeckt. Die wollen sie jetzt finden. Et puis là, il va aller jusqu'au bout là où quoi. Vraiment jusqu'à là où quoi, ouais. Eine Fläche so groß wie 1,5 Fußballfelder sucht die Drohne in nur 5 Minuten ab. Die meisten Rehkitze findet man im Sommer. Doch auch im Herbst entdeckt man immer wieder einzelne Tiere. En fait, on cherche vraiment des points très chauds. Donc le fond est à 36 degrés, le champ à 6 degrés. Donc des points jaunes solides en fait dans notre champ qui vont correspondre à la tâche de chaleur de l'animal. Puis là, on a aussi des petits points qui nous indiquent toujours les températures les plus chaudes et les plus froides. Bei jedem dieser gelben Punkte könnte es sich um ein Rehkitz handeln. Oder um andere Wildtiere, wie Hasen, Vögel oder Wildschweine. Là, on a un truc, mais. Par contre, là. Diesmal ist es nur ein Hase. Die Fläche ist rehfrei und kann gemäht werden. Yverdon, am Ufer des Neuenburger Sees. Farbenfroh weist nachts die Banque Cantonale Neuchâteloise den Weg zu den Häfen. Am anderen Ende des Sees thront das Schloss Neuenburg gemeinsam mit der Kollegiatskirche auf einem Felsen über der Stadt. Aus dem Nichts taucht sie plötzlich auf, die Raffinerie Cressier, zwischen Neuenburger und Bielersee. Sie ist die einzige Erdölraffinerie der Schweiz und wird durch eine Pipeline aus der Nähe von Marseille beliefert. Cressier produziert etwa ein Viertel aller Mineralölprodukte des Landes. Brennt nur auf wenigen Höfen Licht. Einer davon ist der Hof Randü. Es ist sicher auch ein bisschen mehr Anke drin, als eine normale Zöpfe.
Therese Steiner und ihre Tochter Anita backen 5 verschiedene Sorten Brot. Und aufs Wochenende hin Sonntagszöpfe, ihre Spezialität. Die ganze Nacht stehen sie in der Backstube. Ich habe jede Tages- und Nachtzeit auf. Das spielt mir nicht so eine Rolle. Die jüngste Tochter ist ja weg. Vom Dieter gelernt. Und die habe ich gerne gehört, als die gegangen ist am Morgen. 2, 3, 4. Oh, jetzt brauche ich eigentlich keinen Wecker. Ich erwache. Von der 4 an bin ich eigentlich wach. Halb 5. Für mich ist es eigentlich kein Opfer, dass ich ein bisschen weniger Schlaf habe in dem Sinn. Aber ich mache das gerne, einfach eben zwischendrin aushelfen. Es ist ja nicht immer, wo ich das muss oder darf machen. Hauptsächlich kümmert sich Anita um den heimischen Hof. In der Backstube ihrer Mutter arbeitet sie in Teilzeit. Therese hat schon immer gern gebacken. Vor 16 Jahren hat ihr Mann für sie eine eigene Backstube eingerichtet. Ja, ist gut, oder? Ja, super. So also, teste ich, ob die Zöpfe durch ist. Umso mehr, dass sie hohl tönt, umso besser ist sie. So also, habe ich es gelernt, bei der Mutter zu schauen, dass sie gut durchgebacken ist. Die Brote und Sonntagszöpfe sind für den Bauernmarkt in der Berner Münstergasse bestimmt. Meist sind sie schnell ausverkauft. Das ist herausfordernd. Das weiss ich nie zum Voraus. Wetterbericht lassen, das ist schön. Die Sonne meldet ein bisschen Gewitter in den Bergen. Gehen sie vielleicht nicht alle ins Berg. Und so tue ich Bach. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal minder. Eben, es ist nie gleich. Es hat schon gegeben, dass ich keine Zöpfe mehr gehabt. Aber sonst geht es eigentlich auf, so 11:30 Uhr. Dann gibt man vielleicht noch ein paar Brot, noch etwas Süßes. Und dann kann man das so noch verkaufen, bis um 12:30 Uhr, 14:12 Uhr. So. Und das ist gut. Mehl, Salz und Zucker mischen, Hefe zerbröckeln, darunter mischen. Butter mit der Milch beigeben, mischen und zu einem weichen, glatten Teig kneten. Am Ende ist er 5 Kilo schwer, der größte Zopf der Steiners. Das Rezept gebe ich nicht raus. Das ist ein uraltes Rezept von meiner Mutter, noch von ihrer Mutter. Das gebe ich nicht raus. Ja, so sind die Rezepte so ein bisschen Geheimnis. Nach ihrer Backen kann ich nicht. Bringe ich nicht stamm. All die Jahre eigentlich. Die Leute alle an, wie geht das? Und so dann sagt sie mir, sie tun so viel rein. Und so. Und dann musst du halt schauen. Es reicht gerade noch für eine kleine Pause, bevor sie los muss nach Bern. Nur gerade 143.000 Einwohner zählt die Bundeshauptstadt. Das Münster wurde bis auf den oberen Teil des Turms komplett aus Berner Sandstein erbaut. Und um das ganze Land zu repräsentieren, wurden im Bundeshaus nahezu alle in der Schweiz vorkommenden Gesteinssorten verwendet. Die A1 verbindet die West- mit der Ostschweiz. Mit 410 Kilometern ist sie die längste Autobahn des Landes. Verkehrstechnisch günstig gelegen das Schoppiland, die Gegend um das Autobahnkreuz Schönbühl. Am Südfuß des Jura, Solothurn. Barockstadt und dank der Film- und Literaturtage wichtiges Kulturzentrum. 33 Kilogramm wiegt die riesige feuervergoldete Kupferkugel, die den Turm der St. Ursen-Kathedrale krönt. Am Ufer der Aare, auf dem Gelände einer ehemaligen Zellulosefabrik,
befindet sich das Attisholz-Areal. Heute wird es als Kulturtreffpunkt genutzt. Bis 2040 soll hier ein Generationenprojekt zum Wohnen, Arbeiten und Leben für mehrere tausend Menschen entstehen. Der Weißenstein, der Hausberg der Stadt und Heimat für die Jäger der Nacht. Im Niedlenloch, einem weit verzweigten Höhlensystem, das bis zu 407 Meter in die Tiefe führt, finden Fledermäuse einen perfekten Rückzugsort. Mit der sogenannten Harfenfalle fängt Biologe Elias Bader die Säugetiere. Eine Harfenfalle funktioniert nach einem ganz einfachen Prinzip. Es sind zwei Rahmen mit Nylonfäden bespannt. Wenn jetzt eine Fledermaus in die Höhle rein will oder zu der Höhle aus, muss sie durch die Fäden durchfliegen. Das macht sie, indem sie sich entweder so aufstellt oder aber dass sie die Flügel zusammenfaltet. Nachher dort zwischendurch geht und hinten dran natürlich die Flügel wieder auftun muss. Und nachher hat sie nicht genug Zeit, um zu reagieren, bis der zweite Rahmen kommt. Und bleibt entsprechend in dem hängen und geht nachher unten in die Auffangtasche rein. Fledermäuse machen in der Schweiz rund ein Drittel aller Säugetierarten aus. Bachsteinfledermaus. Männli. Adult. Elias Bader und Katja Rauchenstein erforschen dieses einzige Säugetier, das fliegen kann. Unterarmlänge 44,3. Wir sind zum Schluss gekommen, dass eigentlich die sogenannten Ökosystemdienstleistungen, die die Fledermäuse in die Schweiz bringen, für die Menschheit, für uns, wenn man das in Geld umrechnen würde, hat es einen Wert von irgendwo im dreistelligen Millionen bis zum tiefen Milliardenbetrag pro Jahr. Eine knappe Milliarde. Das haben die Forscher berechnet. So groß wäre der Verlust der Landwirte, würden die Fledermäuse nicht Nacht für Nacht Insekten jagen. Und zwar Zwerge. Biologin Katja Rauchenstein hat ihre Masterarbeit über Fledermäuse geschrieben. Das Gerät ermöglicht uns jetzt, die Rufe halt wirklich in unseren hörbaren Bereich zu bringen, dass wir sie jetzt wirklich hören können. Und wir hören jetzt gerade einen Zwergfledermaus, der da um uns herumschwirrt. Und viele Arten kann man halt an den Rufen auseinanderhalten. Insgesamt 27 verschiedene Fledermausarten wurden bereits im Jura gesichtet. Bis zu 8 Stunden verbringen Katja und Elias nachts gemeinsam in der Karsthöhle. Es ist sicher wichtig, dass man gut klarkommt. Man ist natürlich gleich die ganze Nacht miteinander verrissen. Aber was auch sehr wichtig ist, dass man den Ablauf weiss, was man nacheinander macht, dass man die Handgriffe gerade parat hat, alles parat liegt, damit man die Fledermäuse halt wirklich so wenig wie möglich lang in der Hand hat und so schnell wie möglich wieder fliegen lassen kann. Einerseits ist es recht anstrengend allein, besonders wenn es viele Fledermäuse herum hat. Dann ist man halt wirklich einfach am Rotieren, nachher, wenn man allein draußen ist. Und andererseits ist es natürlich aber auch ein bisschen langweilig, wenn man einfach so 6 Stunden lang allein im dunklen Wald hockt, besonders eben, wenn halt die Amo nicht läuft. Und man hat wirklich einfach 6 Stunden auf seinem Stieli hocken und warten, dass etwas passiert. Das ist schon angenehmer, wenn man einmal ein bisschen Gesellschaft hat. Wo die Nord-Süd- und die Ost-West-Achsen aufeinandertreffen. Das Autobahnkreuz Herkingen. Praktisch alle Pakete für das Mittelland landen hier, im größten Postpaketzentrum. Jede Nacht werden 400.000 Pakete an die zuständigen Postämter verteilt. Fast 2/3 davon wird über die Schiene in alle Himmelsrichtungen transportiert. Gegen Norden zur Grenze hin der Großraum Basel. Einige Gemeinden der Agglomeration gehören schon zu Frankreich und Deutschland. Viele der über 800.000 Einwohner arbeiten darum als Grenzgänger in der Metropole. Basel als weltweit führendes Zentrum der Chemie- und Pharmaindustrie demonstriert dies mit Roche Tower 1 und 2 eindrücklich. Die beiden Türme der Architekten Herzog und de Meuron überragen die Altstadt um das Zehnfache. Pläne für einen dritten, noch höheren Turm liegen vor.
Von der mittleren Rheinbrücke abwärts gilt der Rhein als internationales Gewässer und sichert der Schweiz über Rotterdam den Zugang zur Nordsee. Anfangs war das Musikfestival im Fluss sehr umstritten. Einige Anwohner zogen sogar bis vor Bundesgericht, um es zu verbieten. Heute ist es aus dem Basler Sommer nicht mehr wegzudenken. Am Dreiländereck befinden sich die Rheinhäfen. Umschlagplatz für Waren aus aller Welt. Ja, Fabio, die Nummer ist UACU 3779. Kannst du dann als nächstes bringen. Die Grenzgänger Fabio Biraino und Tim Hebestreit haben bald Schichtende. Fabio wohnt in Frankreich, Tim in Deutschland. Unser schöner Kühnskran, Größe in der Schweiz, 700 Tonnen, hat richtig Kraft. Und bei der Nacht ist er am schönsten. Hier werden jährlich 6 bis 7 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. Fabio genießt es, alleine so weit oben. Die Aussicht ist schön, man kann hier Basel sehen. Ab und zu kommen hier ein paar Schiffe rein. Wenn das Feuerwerk ist, muss ich sagen, hier hat man die beste Aussicht. Also man sieht wirklich alles. Die Anbindung des Rheins an das Straßennetz und die Schienen der SBB Cargo ist die Drehscheibe zwischen den Seehäfen Rotterdam und Genua. Im Schiff, beim LKW und beim Zug abladen, laden, da muss man wirklich sehr genau arbeiten. Also wir reden hier von Millimeterarbeiten. Und wenn man das Gefühl einfach dafür nicht hat, dann ist man für diesen Beruf auch nicht geschafft. Jeder vierte Container des Landes wird über diese Terminals abgewickelt. Fabio macht das seit 15 Jahren. Höhenkoller kennt er nicht. Wir haben schon viele gehabt, die hier oben waren. Nach 5 Minuten mussten sie wieder runter. Es ist wirklich nicht für jedermann, wenn man hier oben sitzt, man guckt die ganze Zeit runter, die Kabine wackelt und ich bin schwindelfrei, mir dreht auch nicht der Kopf. Ich gehe gern auf Karussells und so und ich hatte damit noch nie Probleme. Fabio arbeitet im Schichtbetrieb. Genauso wie Tim. Die Nacht ist einfach am tollsten. Da komme ich voll aus mir raus, kann ein bisschen selber Chef spielen. Und ja, das ist für mich das Tollste. Nachtschicht ist schon eine geile Arbeit. Aber das Privatleben leidet manchmal schon. Wenn man halt eine Frau hat oder Kinder, es ist schon schwierig. Man geht nachts aus dem Haus, die Kinder gehen am Morgen zur Schule. Man kommt nach Hause am Morgen, man sieht die Kinder nicht. Die Frau geht arbeiten. Also die Frau oder Freundin muss schon sehr viel Verständnis haben für diesen Beruf. Schichtende. Zeit, den Kran zu parkieren. Ein Stück. Und Kran halt. So, ich mache einen Verschluss zu. Okay, Fabio, kannst du Feierabend machen, ja? Super Tag, haben wir alles geschafft. Das Mittelland. Die riesige Dampfwolke des Kernkraftwerks Gösgen ist auch in der Nacht von Weitem sichtbar. Gösgen ist eines von 3 Kernkraftwerken im Schweizer Netz. Der Druckwasserreaktor erzeugt etwa 1/3 des Schweizer Atomstroms. Mitten im Aargau, über der Ebene und der A1, das Schloss Lenzburg. Eine der ältesten Höhenburgen. Staufer, Kiburger und Habsburger lebten darin. Und während der beiden Kappelerkriege diente es vor 500 Jahren den Reformierten als Operationsbasis.
einer nach innen gerichteten Festung gleich die Strafanstalt Lenzburg. In der geschlossenen Abteilung sind ausschließlich Männer inhaftiert. Wie die Insekten das Licht, so umkreisen die Autos die Autobahnkreuze und Auffahrten des Mittellandes. Sempach im Kanton Luzern. Insektenforscherin Eva Knopp ist auf der Pirsch. Wenn man dann so zur Nacht schafft, darf man nicht einen Ekel vor den Insekten haben. Weil man sieht tatsächlich weniger. Aber man möchte natürlich mit möglichst wenig Licht arbeiten. Man schätzt, über die Hälfte von allen Tieren, die es gibt, sind nachtaktiv. Und gleichzeitig weiss man aber noch fast nichts, was eigentlich zur Nacht passiert. Vor allem, was eben so kleine, wirbellose Tiere betrifft. Willst du mal die Grossen rausnehmen? Neben dem Netz nutzt die Entomologin spezielle Lichtfallen, um die wirbellosen Tiere anzulocken. Heute Nacht hilft ihr die Studentin Maiken Grimm. Wenn man noch die Flüge da, nehmen wir dann nachher, glaub, alle. Ja, und den Rest bekommen wir dann ja beim Lehren. Es ist einfach sehr wichtig, dass wir das System nicht zu fest stören. Die meisten Insekten, die eigentlich zur Nacht aktiv sind, die reagieren halt extrem schnell auf Licht. Und das kann dann auch relativ lang gehen, bis sie sich von dem Lichtschock erholen. Also es gibt so Schätzungen von etwa einer Stunde. Insgesamt gibt es über 20.000 Insektenarten in der Schweiz. Etwa die Hälfte von ihnen ist nachtaktiv. Demgegenüber stehen gerade mal 100 Säugetierarten. Trotzdem bedauern die Wissenschaftlerinnen jedes einzelne Tier, das für ihre Forschung sterben muss. Das ist spannend, hat richtig viel gegeben, muss man schauen. Ja. Die Hummeln, Nachtfalter, das Wespe, Fliegen. Es ist nicht schön, wenn man tote Hummeln in einer Falle hat. Aber es ist leider bei den Insekten nicht möglich, die anders zu bestimmen. Man muss die wirklich in den meisten Fällen umbringen und dann genauer anschauen. Dank Feldforschung in der Dunkelheit konnten Eva und ihr Team nachweisen, dass Insekten nachts künstlich beleuchtete Blüten meiden und nicht befruchten. Die Folgen sind geringere Ernten. Einerseits ist natürlich einfach die Atmosphäre die Nacht ganz eine andere als tagsüber. Es ist eine unentdeckte Welt, wo, oder zum Großteil unentdeckte Welt. Und das gibt es eigentlich nicht mehr so viel in der Ökologie, so Gebiete, die so völlig unerforscht sind und irgendwie so noch den Zauber haben von dem, wo man einfach wirklich nicht versteht, was abgeht. Ornithologe Felix Lierti. Er setzt modernste Technik ein, ein Radargerät. Damit beobachtet er das nächtliche Zugverhalten von Vögeln und anderen Tieren. Dies im Auftrag der Universität Bern und der Vogelwarte Sempach. Was sind das da? Sind jetzt alles Insekten? Ja, du siehst jetzt klar unten dran die roten Kreuzchen. Das ist alles Insekten. Du siehst jetzt den Verlauf vom Abend, wie es so vom Radar aussieht, wenn die Insekten langsam kommen. Das ist vor der Dämmerung. Da ist noch fast keine Insekten. Und das ist jetzt eine Nacht, die so relativ durchschnittlich hat. Aber dann haben wir noch eine andere Nacht. Hier siehst du jetzt ganz viele Insekten. Praktisch so viel wie am Tag. Das ist wahrscheinlich noch mal entscheidend. Wohin und warum bewegen sich Insekten nachts? Wie beeinflusst Licht diese Bewegungen? Diese Fragen wollen die Forscher mit Hilfe der Radaraufnahmen beantworten. Dann gegen den Morgen wird es dann langsam weniger. Früher, als man es manuell gemacht hat, haben wir uns natürlich auf Vögel konzentriert und haben die Millionen von Echos, die wir von Insekten hatten, auf der Seite gelassen. Aber jetzt mit der automatischen Auswertung hat man die auch sofort zur Hand und kann darum jetzt auch mit denen sehr gute Auswertungen machen und arbeiten. Und es ist natürlich faszinierend für einen Ornithologen, das Vogelfutter zu untersuchen. Weiter östlich. Zug ist dank seiner wirtschaftsfreundlichen Steuerpolitik heute der wohlhabendste Kanton der Schweiz. Fast 35.000 Firmen haben ihren Sitz hier.
Eine Großzahl von internationalen Pharmaunternehmen unterhält Niederlassungen und Forschungseinrichtungen. Neben Industrie und Handel spielt aber auch die Landwirtschaft eine Rolle. Bis spät in die Nacht wird die letzte Ernte des Jahres eingefahren. Gegen Norden, der Flughafen Zürich. Kurz vor 11 Uhr nachts ist die letzte Maschine gelandet. Im Kontrollfahrzeug Gusti 1 beginnt Rolf Wallner seine Schicht. Bei ihm laufen alle Fäden der Pistenkontrolle zusammen. Eugen 11, du kannst raus. Ja, was fahren die Wallner? Es sind die Regeln eingehalten, die Vorgaben eingehalten. Hat es Sachen, die rumstehen, die weggeblasen werden können? Das ist das, was wir wissen müssen. Ich würde vor mir gehen, anschauen. Und darum müssen sie anrufen. Tag und Nacht. Der Nachtwächter des Flughafens verantwortet den kompletten Außenbereich. Insbesondere die Start- und Landebahnen. Mit Trockeneis reinigen die beiden Elektriker Lorenzo Gomez und Michael Walser die Leuchtfeuer der Piste 16. Hey Lorenzo. Salut Rolf. Wir machen jetzt hier noch die Piste fertig. Ja. Und dann können wir eigentlich mit der Messung anfangen. Ja, okay. Tipptopp. Wir Super. Geben dir dann Bescheid, sobald wir durch sind. Perfekt. Super. Danke. Ciao, Rolf. Die Lichtmessung ist wichtig. Defekte Lampen gefährden den Flugbetrieb. Super, danke vielmals. Jetzt lassen sich die einzelnen Lampen mit bloßem Auge nicht mehr unterscheiden. Dafür braucht es einen Filter. Die Leuchtfeuer der größten Piste des Zürcher Flughafens sind für die Piloten bei klarer Sicht schon von Deutschland aus zu sehen. 30 Kilometer vor dem Landen. Ein bisschen mehr links noch. Ja. Perfekt, super. Ja, so passt. Und der von rechts? Ist alles frei, Pistenkreuz ist gut, kann man drüber. Ja. Dem Augenschutz, den wir hier haben, sehe ich wirklich nur die einzelnen Lichtpunkte am Boden und vielleicht von der Piste knapp 10 Meter voraus. Aber ich kann nicht genau bestimmen, ist das eine Pistenbeführung oder ist das eventuell ein anderes Fahrzeug. Noch 100 Meter. Der Michi als Beifahrer hat natürlich eine bessere Sicht und kann mich genug früh warnen. 30, 20, 10 und Stopp. Defekte oder lichtschwache Lampen werden sofort ausgewechselt. Ob Starkstrom, mittlere Spannungen oder Schwachstrom, die beiden Elektriker haben jede Nacht zu tun. Der Flughafen erlebt man nie so ruhig wie in der Nacht. Wir sind ein paar wenige Leute, die das miterleben dürfen. Es ist schon etwas Spezielles, wenn man sich hier auf der Piste bewegen kann. Geschafft. Zeit für die finale Kontrollfahrt. Turm Gusti 1, guten Morgen. Rollweg ECO 9, kann ich auf Piste 16? Gusti 1, guten Morgen, kannst du Rollweg ECO 9 auf Piste 16? Turm Gusti 1, geht vom Rollweg ECO 9 auf Piste 16. Rolf Wallner hat das letzte Wort. Nur er darf die Startbahn freigeben. Ich schaue, ist alles sauber, ist leuchtet alle Lampen, die sollten. Wenn Bauarbeiten sind, ist Dreck rum. Wir haben schon einen Pickel oder eine Zange, die rumgelegen ist.
Das sehe ich dann und dann nehme ich das weg. Und wenn alles gut ist, bin ich der Letzte auf dieser Piste, bevor der Flugbetrieb losgeht. Also überspitzt gesagt kann ich sagen, ich rette jeden Tag Tausende von Menschen das Leben, wenn ich meinen Job richtig mache. Wie gesagt, das ist überspitzt gesagt. Turm Gusti 1 ist weg vom Pistensystem, Rollweg Eco 6. Alles gut, danke vielmals für die Zusammenarbeit und schlaf gut, schönen Tag. In wenigen Stunden, pünktlich um 6, wird die erste Maschine Zürich in Richtung Athen verlassen. Nur einen Katzensprung vom Flughafen entfernt, die kleine Weltstadt und das Finanzzentrum Zürich. Mitten im Stadtzentrum der Hauptbahnhof. Das Schweizer ÖV-Netz ist eines der dichtesten der Welt. Gleise prägen das gesamte Stadtbild. Die meisten Bahnlinien führen direkt am Toni-Areal vorbei. Die ehemalige Milchfabrik beherbergt heute die Hochschule der Künste. Haltestelle für viele S-Bahnen aus der Agglomeration, der Bahnhof Zürich-Hardtbrücke. Im Sportzentrum Heuriet kündigt sich bereits der Winter an. Limmatke, Nieder- und Oberdorf. Weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt, die Eidgenössische Technische Hochschule ETH. Das Bellevue. Auf dem Platz vor der Oper genießen die Menschen die letzten warmen Abende. Weiter seeaufwärts die geordnete Welt des Schweizer Architekten Le Corbusier. Der Rheinfall bei Schaffhausen. Hier stürzen pro Sekunde, je nach Jahreszeit, eine 500.000 Liter Wasser die 23 Meter hohen Felsen hinunter. Der Sage nach sieht man in mondhellen Nächten oft ein nebelhaftes Schifflein mit einem Fährmann zwischen dem Doppelriff des Rheinfalls hinabgleiten und in den milchweißen, überschäumenden Fluten verschwinden. Rhein aufwärts zum Bodensee. Etwa ein Drittel des Sees gehört zur Schweiz. Der Romanshorner Hafen ist der größte am Bodensee und Heimathafen der Bodenseefähre. Von hier aus überquert die Fähre den See an seiner breitesten Stelle. Doch der Bodensee hat seine Tücken. Der Seenebel fordert immer wieder Opfer. Über 300 Wracks liegen auf dem Grund. Nicht weit entfernt im Kanton Thurgau schlafen unter freiem Himmel auf dem Bierhof. Falls ihr noch mitten in der Nacht eine Flasche Wein wollt oder vielleicht auch noch ein gutes Nachtgeschichtchen oder so. Super. Einfach anrufen, ich bin 24 Stunden der Butler für euch.
Renata und Silvius Breitenfeld haben heute Nacht das Rundum-Sorglos-Paket im Null-Stern-Hotel gebucht. Mich reizen die Sterne. Und ich hoffe, dass, wenn das Feuer aus ist, richtig viel zu sehen sei. Ja, das geht da gut, die Gläuse. Die Kleiderordnung für den Butler ist streng. Weißes Hemd, weiße Handschuhe, schwarze Fliege. Unterhalb des Gürtels ist die Kleiderwahl jedoch frei. Das Outfit gehört halt dazu, zu einem Hotelservice, den wir bieten. Auch wenn halt das Hotel auf dem Land ist, auf dem Bauernhof. Es ist halt wie ein Kostüm für mich. Das, ich sage mal mit dem Witz, es ist mein Clown-Kostüm. Da ziehe ich halt das an und bediene meine Gäste so. Aber praktisch ist deswegen nicht. Also, auf dem Bauernhof hat niemand weiße Händchen, hat niemand den Flügel. Und ein weißes Hemd wird halt einfach sehr schnell dreckig. Die Händchen, die muss ich auch jeden Tag eigentlich waschen. Die Betten werden gut gebucht. Gäste kommen aus der ganzen Welt. Gut, da haben wir noch das Wasser. Wenn man Kind ist, würde gerne so irgendwie unter den Sternen schlafen. Also das war zum Beispiel mein Traum als Kind, wo dann einfach schlafen und dann die Augen öffnen zu können und das, die Sterne sehen. Sollte es heute Nacht doch regnen, können die Gäste in einen sogenannten Backup-Room ins Bauernhaus flüchten. Dort ist auch eine Toilette. Die meisten schlafen nicht gut, weil sie halt mehrmals in der Nacht aufwachen, wegen dem Wind, wegen der Kuhglocken und so weiter. Aber sie haben halt damit ein Erlebnis. Der König der Ostschweiz, der Santis. Hier grenzen drei Kantone aneinander. Die beiden Appenzell und der Kanton St. Gallen. In den Alpen ist es Winter. Der Corvatsch im Scheinwerferlicht. Eigentlich arbeitet Mariella auf dem Hof der Eltern. Doch im Winter gibt es dort weniger zu tun. Und so präpariert sie die Pisten des Skigebiets. Es ist bereits ihre 11. Saison. Ich wollte eigentlich gar nicht Pistenbullifahrerin werden. Ich wollte eigentlich nur mal mitfahren, weil mich Maschinen fasziniert haben. Und hätte es mir eigentlich gar nicht zutraut, zum selber fahren. Und ja, der Chef da zumal, wo mich mitgenommen hat, hat dann gefunden, ich soll mal fahren. Und ich habe mich zuerst geweigert. Und dann hat er gemeint, ja, ich fahre sonst auch mit Maschinen. Und dann habe ich es probiert und dann hat mich das Fieber gepackt. Helden der Nacht werden die Bullifahrer genannt. Am Corvatsch präparieren sie jede Nacht 56 Pistenkilometer. Ist das schon auch ein Nebenverdienst, aber es ist auch eine Leidenschaft. Ich könnte ja auch etwas Einfacheres machen und am Tag arbeiten, aber ich mache dann lieber Nachtarbeit. Unten im Tal St. Moritz. Sie war die erste Gemeinde in der Schweiz, die elektrisches Licht hatte. Möglich machte das Johannes Badrut. Knapp 20 Jahre später eröffnete sein Sohn Kaspar das Badruts Palace. Immer noch der Treffpunkt des internationalen Jetsets. Mit Suiten für gerne mal 25.000 Franken. Pro Nacht. Nachtskifahren. Jeden Freitag. Auf der längsten beleuchteten Piste der Schweiz.
Die Pistenfahrzeuge sind in solchen Nächten praktisch rund um die Uhr im Einsatz. Die einzige Frau hier im Team, aber ich finde es noch schöner so als Frau in einem Männerteam. Es ist schon etwas Besonderes als Frau in einem Team. Es ist ein schöner Status. Es, ja, es sorgen sich alle um mich. Und, ja, wenn ich ein Problem habe, hilft mir gerade jemand. Oder, ja, ein Mann ist da schon mehr auf sich allein gestellt. Über Funk sind alle Bullifahrer miteinander verbunden. Das Team ist schon eigentlich wie eine Familie, kann man schon so ein bisschen vergleichen. Es arbeiten halt alle dann in der Nacht und alle leben ein bisschen am üblichen Leben vorbei. Und ja, darum sind wir dann schon fast ein bisschen wie eine Familie in der Nacht. Erst um 4 Uhr morgens wird Mariella heute Schluss machen. Am Fuße des Gorbatsch, Silva Plana. Tennis- und Fußballplätze sind unter einer dicken Eisschicht verborgen. Wie eine leuchtende Schlange in der Dunkelheit. Autoscheinwerfer auf den Serpentinen hinauf Richtung Juliapass. Die Hauptstraße Nummer 3 führt von Castassegna an der italienischen Grenze im Bergell über Chur und Zürich bis nach Basel. Auf 2300 Meter Höhe das Theater Origen. Im roten Holzturm blickt man hinab auf eine schwebende Bühne. Vom Julia Richtung Gotthardmassiv. Die Sportarena von Flims und Laax in der Surselva. Der Crab St. John mit seiner raumschiffartigen Bergstation. Keine 60 Kilometer Luftlinie weiter südwestlich in der Leventina, Airolo. Die Südseite des Gotthards war für das Schweizer Militär seit jeher von strategischer Bedeutung. Darum auch die vielen Festungen. ...1995 kam die Kaserne Bedrina hinzu. 600 Sanitätsrekruten sind in Airolo einquartiert. Heute steht ein Nachtmarsch an. Leutnant Vivien Hofer hat das Kommando über Rekruten aus allen Sprachregionen. Seit ich 5 Jahre alt bin, habe ich immer gesagt, wenn ich groß bin, gehe ich auch ins Militär, weil mein Vater war dort fertig. Und ja, dann meine Kollegen mussten sich mit dem beschäftigen und haben entschieden, dann war so meine Entscheidung, okay, ich mache auch das Militär. Vivien Hofer ist 23 Jahre alt und befehligt bis zu 200 Rekruten. Mein Name ist Tous Hotel Vito Schaum. Wir machen es aber so. Der Schloss, der gefahren ist, fahren wir auch. Sie sind seit 4 Wochen in der Ausbildung und absolvieren heute ihre erste Nachtübung, einen 10-Kilometer-Marsch. Die größte Herausforderung für die Truppe wird die Kälte und auch der letzte Teil des Marsches, weil der ist ziemlich steil. Und wenn sie dann wirklich am Frieren sind und müde und bereits schon geschwitzt haben, kann es auf die Motivation drücken. Aber das werden wir schon auffangen. Lastwagen übernehmen das Verschieben, den Transporter-Rekruten zum Abmarschort.
Die meisten der angehenden Soldaten sind junge Männer. Doch der Anteil der Frauen in der Schweizer Armee steigt. Viele von ihnen übernehmen Führungsaufgaben. Es gilt der Grundsatz: gleiche Leistung, gleiche Chancen. Allumez votre lampe frontière. Alors, bon marche! Merci! Es kommen keine dummen Sprüche. Die Gleichberechtigung ist hier halt schon an oberster Stelle. Und das ist auch das, was mir gefällt. Es ist eine kalte Februarnacht. Die Vorgesetzten begleiten den Marsch im Auto. Filippo Bo ist Hauptmann. Er ist verantwortlich für die Ausbildung der Rekruten. Nachtarbeit ist für ihn Routine. Ogni giornata è diversa da quella precedente. Ogni giorno si inizia un orario diverso, si finisce anche ad un orario diverso. E quindi questa flessibilità, questo bisogno di continuo di adattarsi e di cambiare il proprio ritmo è una parte che mi attrae molto di questo lavoro, perché mi mantiene dinamico e mi forza a pianificare bene le mie giornate. In der Kälte der Nacht treffen die Rekruten auf einen ersten Verpflegungsposten. Es gibt Tee, Obst und Schokoriegel. Leutnant Vivian Hofer ist zufrieden. Bis jetzt keine Zwischenfälle. Alles läuft nach Plan. Das sind meine Rekruten und das sind wie meine Kinder. Also das heißt, auf den Märschen bin ich immer so ein bisschen nervös. Geht es allen gut? Absolvieren die den Marsch? Können die überhaupt fertig laufen? Weil wenn wir Leute haben, die ein bisschen Probleme haben, dann ist man sofort als Kompaniekommandant mit Herz und Seele dabei. Die Truppe beschwört den Zusammenhalt. L'insegnamento più importante che penso che porteranno con sé è la capacità di lavorare in gruppo, la capacità di aiutarsi tra di loro e la comprensione del fatto che assieme si è più forti che non combattendo oppure non andando incontro alle sfide della vita da soli. Noch liegt ein ordentliches Stück Weg vor ihnen, bis zu einer Unterkunft in einem ehemaligen Pferdestall. Dort werden sie ein paar Stunden ausruhen dürfen. Nördlich des Gotthards. Über dem Pilatus ein majestätischer Blick auf Luzern. Der Bahnhof, entworfen von Santiago Calatrava. Der Urknall am schmutzigen Donnerstag. Luzern im Ausnahmezustand. Fritschi-Umzug, Gütismäntig und Monster-Corso. Für rund 200.000 Luzernerinnen und Luzerner sind diese 6 Tage und Nächte der Höhepunkt des Jahres. Erst am Morgen des Aschermittwochs findet das bunte Treiben ein Ende. Über den Pilatus Richtung Süden. In wenigen Flugminuten ist man im Berner Oberland.
Gatmen am Fuße des Sustenpasses ist im Februar Kulisse eines besonderen Spektakels, einem Schlittenhunderennen. Alla Howard nimmt schon das fünfte Mal an der nächtlichen Gatmer Trophy teil. Finny, komm noch mal. Komm mit. Vor 10 Jahren hatte ich noch Angst vor Hüngen und ich habe eigentlich heute noch Schlittenhüngen wegen meiner Partnerin, der Vivienne, die von Kindesbein an ist, Husky-Fan war und sie hat nachher auch einen ersten Hund gekauft und ich bin dort dann reingerutscht. Alains Partnerin, Vivienne Decauvet, besitzt inzwischen 11 Hunde aus eigener Zucht. Ich bin schon mit 7 Jahren kann ich die ersten Kinderrennen gefahren. Und jetzt bin ich 37 und bin immer noch Schlittenhund-Fan. Das ist einfach meine Sucht und die hört auch nie mehr auf. Bis zu meinem Lebensende. Alain, wir wünschen dir all the best. Go, Alain! Der Alain liegt jetzt 7 Kilometer unter. 7 Kilometer lang ist die Strecke. Der Fahrer, genannt Mascha, lenkt die Hunde nur mit gerufenen Kommandos. Das Kopflicht des Maschers weist den Hunden den Weg. Sie laufen sehr gerne in der Nacht. Es ist einfach ein anderes Feeling für die Hunde, wegen den Tieren, auch, die in der Wildnis sind, und so, als durch den Tag. In der Dunkelheit müssen sich Mascher und Hunde noch mehr aufeinander verlassen als bei Rennen am Tag. Die Gatmer Trophy ist ein besonderer Wettbewerb. Es geht nicht nur um Schnelligkeit, auch um Geschick. Es ist ein Anlass wieder den tierischen Ernst. Das ist wirklich, wir haben Freude mit unseren Hunden, wir sind draußen. Es ist Nacht, es ist Winter. Es ist ein tolles Event. Die Hunde erreichen bis zu 40 Stundenkilometer. Damit die Tiere fit sind, müssen Alain und Vivienne jeden Tag mit ihnen trainieren. Können tun sie eigentlich immer sozusagen. Also, sie können säckeln bis zum Tod. Also, wir müssen selber abbremsen oder bremsen, weil sonst würden die einfach säckeln. Und das ist einfach ihre Leidenschaft. Nach einer knappen Stunde erreicht Alain das Ziel. Noch schnell die Hunde versorgen, dann kommt der gemütliche Teil der Nacht. Es ist einfach so richtig in der Wildnis aussen. Und die Stimmung ist immer cool, weil es einfach immer viele Leute hat. Und eben einfach die Nachttrophy ist eigentlich das Highlight von diesem Wochenende. Seit mehr als 20 Jahren leuchtet nachts dieser Stern auf dem Harder Kulm. Als vorweihnachtlicher Gruß gedacht, ist er zur Winterbeleuchtung des Hausbergs von Interlaken geworden. Interlaken, ein Topspot für Touristen, verzeichnet in guten Jahren bis 3 Millionen Logiernächte. Weiterum bekannt, das Victoria-Jungfrau Grand Hotel. In der Dunkelheit nur schemenhaft zu erkennen. Die berühmtesten 3 Gipfel der Region: Eiger, Mönch und Jungfrau. Das Wahrzeichen von Lauterbrunnen, der Staubbach-Wasserfall. In der Hochsaison ist er auch nachts zugänglich. Auf dem Schildhorn thront die Bergstation mit Panorama-Restaurant. Unvergesslich James Bonds Verfolgungsjagd 1969. Im Geheimdienst ihrer Majestät. Und
Unterhalb des knapp 3000 Meter hohen Gipfelrestaurants werden auch hier Pisten präpariert. Die einzige direkte Verbindung vom Berner Oberland ins Wallis ist immer noch der Lötschbergtunnel. Seit 2007 dauert die Fahrt nur noch 15 Minuten. Alexander Ebener ist für das Be- und Entladen der Züge zuständig. Also wir sind hier natürlich quasi fast so wie ein Polizist, für den Verkehr zu regeln. Man muss nicht immer zeigen, wo man den Trab fahren. Obwohl das alles eigentlich sehr gut signalisiert ist hier auf der Rampe, muss man die Leute immer instruieren, muss man drauf und drauf fahren. Sonst kommt es hier nicht gut raus. Es gibt sehr viele Blechschäden sonst, ja. Alexander Ebener und seine Kollegen schleusen jährlich mehr als 1 Million Fahrzeuge durch den 34 Kilometer langen Lötschberg. Der Fahrplan ist eng getaktet. Die Züge fahren jede halbe Stunde. In Stoßzeiten sogar alle 15 Minuten. Der Zeitplan ist eigentlich die grosse Verantwortung, dass der Zug rechtzeitig abfährt und dass das Auto richtig verladen, also richtig auf den Zug drauf fährt, dass einfach die Überbrückungen halt nicht geht. Das ist eigentlich also die grosse Herausforderung. Ja. Und die Kundenfreundlichkeit halt, ja, dass man immer ein schönes Lächeln hat. Für die Kundschaft. Ja. Heute ist Mittwoch. Da ist der Andrang nicht so groß. Hochbetrieb herrscht an den Wochenenden, vor allem während der Winterferien. Da wollen bis zu 10.000 Fahrzeuge täglich auf den Verlad. Alexander arbeitet alleine in der Spätschicht. Ihm bleibt keine Zeit, die Autos ordnungsgemäß einzuweisen. Denn er gibt auch das Signal zur Abfahrt der Züge. Das hier ist jetzt ein Wagen. Und da sind zwei Autos drauf. Siehst du? Das hat eigentlich 4 bis 5 Platz. Er ist alleinig. Schau. Merkst du hier? Und da kein Einweiser ist. Da wird keine Rücksicht genommen. Leider. Das ist einfach die Meinung, jetzt bin ich auf dem Zug und der Rest. Egal. 1926 wurden erstmals Fahrzeuge durch den Lötschberg transportiert. Alexanders Familie ist Teil dieser Lötschberg-Geschichte. Mein Grossvater war das Vorbild. Ja. Das ist jetzt mein Grossvater, das hier. Das ist Betriebsmitarbeiter von der BLS. Und der Sohn hat früher das Auto verlassen. Ohne Dach genug. Und dann mussten sie verkeilen, mit Holz keilen. Und vielleicht haben sie am Tag einen Zug vielleicht gebrungen. Ja. Damals war der Autoverlad noch rund um die Uhr in Betrieb. Doch die Zeiten haben sich geändert. Heute herrschen in Kandersteg und Goppenstein 6 Stunden Nachtruhe. Durch das Automatisieren ist das jetzt alles zusammen spät und läuft alles ferngesteuert von da. Das ganze BLS-Netz. Und dadurch ist halt in Goppenstein jetzt niemand mehr. Um 11:30 sind wir die Letzten, die hier sind. Auf der Grenze zwischen den Kantonen Bern und Wallis, einer der magischsten Orte der Schweiz, das Jungfraujoch mit der Felsenkuppe Sphinx. Das Observatorium liegt auf 3571 Meter Höhe. Zusammen mit der Endstation der Jungfraubahn Ziel von etwa 1 Million Touristen jedes Jahr. Der mächtigste Eisstrom der Alpen, der Aletschgletscher. Die Klimaerwärmung setzt ihm zu. Einst lag die Concordia-Hütte nur wenige Meter über dem Gletscherrand.
Heute thront sie gut 150 Meter über dem Concordiaplatz mit seinem rund 800 Meter dicken Eis. Klima- und Gletscherforscher rechnen, dass der Gletscher in 80 Jahren wohl ganz verschwunden sein wird. Die Bergkulisse im Wallis. Umrahmt von Viertausendern liegt Saas Fee. Hier gibt es noch eine der wenigen Natureisbahnen der Schweiz. Otto Zengerfinnen ist Eismeister, seit mehr als 30 Jahren. Er kommt morgens als Erster und geht abends als Letzter. Seine wichtigste Aufgabe ist, das Eis zu präparieren. 600 Liter passen da rein. Und das passt für einmal das Eis zu machen, mit 1 mm Wasser auf das Eis. Und so viel tue ich einen Werdegang auch wieder abhobeln. Und so viel Wasser kommt wieder drauf, damit ich immer den gleichen Stand vom Eis habe. Unter der Eisfläche liegen ein Hartgummifeld und mehrere Tennisplätze. Anfang November beginnt Otto, das Eis aufzubauen. Schicht für Schicht. Immer nachts, wenn es kalt ist. Nach 3 Wochen ist es dick genug, um Regen und höheren Temperaturen zu trotzen. Eis machen, sagt Otto, sei eine Wissenschaft. Und ein bisschen Magie. Passe mich der Natur an. Natur kannst du nicht versäckeln. Du musst mit dem arbeiten, was du hast. Luftfeuchtigkeit, kalt, warm, Regen, Schnee. Es gibt keine Finde. Aber das Allerschlimmste ist, wenn es alle 3 Tage 10 cm schneit. Dann kommst du überhaupt nicht mehr fertig. Kümmerst du dich fertig, picobello, bereit gemacht, kommt es wieder schneien. Das ist auch schon vorgekommen, dass ich mir ein so gezeigt habe. Und Petrus. Ist gut. Die Maschine geht um mich. Im Dorf nennen sie Otto den Eisflüsterer. Er mag die Kälte und die Stille. Es ist trüe, gell, und kahl. Und klar, wäre sie auch lieber zu zweit, aber sonst im Großen und Ganzen mache ich das sehr gerne. Ich muss einfach dem anderen Tag, wenn ich heimgehe, ich habe flotte Freude und die lässt mich dann schlafen. Gell. Den kann ich wirklich auch geniessen. Gell. Otto ist mittlerweile 77 Jahre alt. Das Eismachen halte ihn jung, sagt er. Und ein Nachfolger sei nicht in Sicht. Seit 10 Jahren habe ich immer den letzten Winter. Im Frühling tue ich immer den Kasten oder den Spinn ausräumen und sage, jetzt ist fertig. Und jetzt bin ich immer noch da. Bevor dass ich 4 Abend mache, am Morgen um 5 Uhr, muss ich zuerst die ganze Schleiche entleeren. Sonst ist Moor und pickelhart. Das mache ich jetzt noch gerade. Danach gehe ich schlafen. Otto hofft, dass es in der Nacht nicht schneit und er durchschlafen kann. Morgen macht er weiter auf der Natureisbahn von Saas Fee. Die Nacht neigt sich dem Ende zu. Zermatt erwacht. Ein neuer Tag bricht an in den Bergen, Städten und Tälern der Schweiz.